Jetzt können wir hier die Belohnung holen. Jo, 1-1-1. Cool. Rotlachs, den habe ich nicht. Du hast deine erste Besorgung erledigt. Was für eine prächtige Ausbeute. Es gibt noch viel mehr zu tun, wenn ihr danach ist. Ich bin immer in der Nähe. Alles klar. Ja, dann fahren wir mal irgendwo hin, nicht? Und zwar zur Insel da. Was ist denn da passiert? Wow. Da kommt unser Schiff niemals durch. Vielleicht hat Albert etwas Hilfreiches auf Lager. Dynamit oder sowas in der Art. Okay, was ist denn da los? Das heißt, ich komme gar nicht weiter. Ja gut, dann hat sich das schon mal erledigt. Dann werden wir wohl mal zu Albert. Ein Häppchen kommt mir immer gelegen. Etwas Salziges, Buttriges und mit Aroma. Weißt du, jetzt einfach perfekt wäre eine große Tüte Popcorn. Nur für mich. Na, bleib hier. Das war wirklich nur etwas für den hohlen Zahn. Allerdings fielen mir meine Kinder jetzt her. Wenn wir einen Filmabend hatten, habe ich immer Unmengen Popcorn für sie gemacht. Selbst wenn der Fernseher ganz aufgedreht war, konnte man die Schauspieler kaum reden hören, weil alle so laut gekaut haben. Anders konnte ich diese kleinen Monster einfach nicht zur Ruhe bringen. Nur mit diesem grauenhaften Kinderfilm. Ich wünschte, ich wäre noch bei ihnen. Dann könnte ich sie noch lachen sehen. Und sie würden gemütlich auf mir einschlafen. Danke für das Popcorn. Ich habe mir gestern deine Kombüse angesehen. Sie ist schon in Ordnung, nichts Besonderes. Sie erinnert mich an meine erste Küche, in meiner grauenhaften Wohnung. Ich weiß nicht, was ich damals getan habe. Ich war so achtlos mit den Gewürzen. Nicht genug Salz. Hier hast du jedenfalls etwas, um dieses Ding etwas aufzumöbeln. Keine Sorge, es ist kein Gewürzregal. Du wirst dafür arbeiten müssen, aber es wird die Sache wert sein. Du musst deine Kombüse einfach nur mit einem größeren Ofen aufwerten. Dann wird deine Kombüse schon bald perfekt sein. Na Mensch. Stella, Schätzchen. Läuft alles gut? Wie ich sehe, kümmerst du dich um deine Pflanzen. Das ist wunderbar. Ich hoffe, mein Unterricht hilft dir irgendwie weiter. Weißt du, früher war ich eine richtige kleine Fußsoldatin. Midfield State University. Bestnoten und ein progressives Profil. Ich wurde sofort von einem dieser Konzerne angestellt. Ich war für ein Stück Land verantwortlich, mehrere tausend Morgen groß. Ich sollte den Ertrag unseres Feldlands maximieren. Und das habe ich auch getan. Ziemlich gut sogar, das kannst du mir glauben. Ich stopfe das Feld mit transgenen Saaten voll. Insekten ertränkte ich in Gift. Und wenn die Erde sich grau verfärbte, pumpte ich sie mit Chemikalien voll. Auf meinem Feld wuchs große, mächtige Pflanzen heran und unnatürlich große Maiskolben im Überfluss. Doch unter all dem schwelte eine unermessliche Krankheit. Es war damals wohl unvermeidlich, dass ich Bekanntschaft mit dem Drachen machen würde. Früher oder später. Warte mal, ein Webstuhl ist schon etwas Tolles. Solange du damit tun kannst, was du willst. Aber weißt du, wie man jemanden nennt, der zur Arbeit am Webstuhl gezwungen wird? Weberknecht. Ja. Wir sollten eigentlich einen Briefkasten bauen. Der ist aber eigentlich nicht so wichtig. Nicht so wichtig wie das da alles.
Das da brauche ich in jedem Fall noch. Fangen wir mal damit an. So, dann brauche ich eine ganze Menge anderer Zeugs. Eichenbrett habe ich nicht. Und so viel Kohle tatsächlich auch nicht. Kann ich noch was anderes machen? Nö. Eigentlich jetzt nichts mehr. Ich habe Post. Ah, hier. Ein Brief von Albert. Nicht gut. Ja, geht pennen. Na egal. Das ist auch nicht gut gemacht, muss ich sagen. Ärgert sich über die Morgenglocke. Ja, war mein Fehler. Was sagt denn das Inventar? Stella, vergiss nicht, deine Adresse dauerhaft zu ändern. Bald wirst du weitere Briefe erhalten. Kümmere dich immer um deine Korrespondenz. Brieffreunde sind die besten Freunde. Das ist allgemein bekannt. So, so. Ich habe Fasern gekauft. Damit wollte ich später Fäden für dich herstellen, aber ich kann sie dir auch einfach gleich geben. Möchtest du sie haben? Ja, bitte. Cool, danke. So, mal gucken, ob ich dem anderen hier schon sein Häuschen bauen kann. Atulswerkstatt Ahornbrot 16. Ui. Da muss ich wohl auf jeden Fall auch nochmal Ahornbäumchen sammeln. Naja. Wie viel habe ich jetzt? 27, ich glaube 30 brauchte ich, also muss ich die letzten beiden auch noch versammeln. Na, reicht das? Sieht gut aus. Wenn ich Glück habe, kann ich ihm jetzt ein Häuschen bauen. Gucken wir mal. Passt. Das bauen wir mal direkt über der Werkstatt. Macht er da am wenigsten Lärm. Mensch, wird er sich freuen. Glöckchen klingeln. War klar, dass der sofort loslennt. Ach so,
Ich wollte ja jetzt Bäume holen. Und zwar. Moossteinbucht. Da war meines Erachtens nichts. Machen wir das mal so. Es ist perfekt, Keimling. Und riesig. So viel Platz für mich, kleinen Kerl. Ich kann es kaum erwarten, ein Nickerchen zu halten. Das ist wirklich großartig. Vielen Dank. Das werde ich dir nicht vergessen. Süße. Ja, ich arbeite daran. Zeit verlieren. Meins. Ich werde etwas Holz sammeln. Hoffentlich kann ich später etwas daraus herstellen. Mach das. Special Effects hier. Und noch ein bisschen Steinchen. Nix. Ist wohl nix. Naja, immerhin drei Bäumchen. Ich werde etwas Holz sammeln. Ja, aber. Eigentlich habe ich ja schon alles weggesammelt. Immer ordentlich. Immer. Ich glaube, wir haben den Drachen ja gerade wieder. Boah, das ist echt mies. Das ist nicht mein Spiel. Definitiv nicht. Klar helfen wir ihm.
Hey. Na. Nein. Ja, war klar. Oh, gibt es ja nicht. Also ganz ehrlich, diese Special Effects, die sind ja wohl phänomenal. Ja, natürlich muss ich noch ganz vorne. Befreien wir ihn mal von seinen Qualen. Gern geschehen. Gern, gern, gern. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.